Kralampereier kann man nicht vorstellen, wie viel Druck von einem fällt, wenn der Ball plötzlich in der Masche ist. Es muss schwierig sein, dort oder anzulaufen. Ja, also, ich habe probiert die ganze Zeit an mich zu glauben, ob es mir gelungen ist. Ich weiß gar nicht, was sagen. Es sind so viele Emotionen im Spiel. Es war sicher viel Druck gewesen, aber ich habe gewusst, das Team steht hinter mir. Und umso glücklicher bin ich, als er dann rein ist. Ball geht rein, ihr gewinnt. Gehen wir ganz, ganz weit zurück. 120, 130 Minuten am Anfang des Matches. Wie habt ihr Servette erwartet? Und sind ihr da überrascht gewesen, dass ihr plötzlich in der ersten Halbzeit das Spiel mit ihnen aufteilen konnte? Wir haben gewusst, die geben sicher Vollgas. Die brennen für das. Vor allem das letzte Mal, als wir gegen sie gespielt haben, haben sie 2-0 verloren. Also die haben sicher noch eine Rechnung offen gehabt. Wir haben gewusst, der Spieler ist stark, sie sind aggressiv, auf das haben wir uns eingestellt. Aber wir haben gewusst, wir könnten dagegenheben, wenn wir unsere Leistung abprüfen. Das ist uns am Anfang auch gelungen. Sicher zwischenzeitlich dann ein bisschen am Schwimmen und das Spiel ein bisschen abgeben. Aber wir haben gewusst, wenn wir unser Ding durchziehen und an uns glauben, dann klingt uns das auch. Spiel ein bisschen abgeben. Ja, Torelli hat auch noch ihren Auftritt hier bei unserem Interview. Aber Charlotte, oh nein, das stimmt nicht richtig. Stadion, letzte gegen Zürich. Let's go! Ich hoffe gegen Iverdon. Vielleicht auch noch. Oder gegen Zürich, wer weiß, gell? Man weiß es nie. Also Luna, machen wir weiter. Luna! Sie haben vorhin gesagt. Das hätte eigentlich müssen kommen, nachdem sie den Penalty geschossen hat. Also ich lasse das alles drin übrigens. Ich schneide nichts raus. Du hast es gesagt, ihr habt das Spiel aus der Hand gegeben. Das hat mich am meisten überrascht nach dem Goal. Ihr seid ja in Führung gegangen. Warum habt ihr dort nicht nachdoppeln und ein bisschen mehr Intensität in das Spiel bringen? Ich glaube, dort waren einfach die Nerven ein bisschen blank gewesen. Wir haben gewusst, die werden jetzt noch mal Gas geben. Die haben nichts mehr zu verlieren gehabt. Die sind voll rein. Und ich glaube, wir sind einfach nervös geworden. Wir haben gewusst, wenn wir es über Runde bringen, dann haben wir es geschafft. Ich glaube, einfach die Nerven haben nicht mehr gespielt. Die Luna heute als Sechser ist gesehen, größtenteils um Fraudeckung spielen auf Lagonia. Hat auch so ausgesehen, größtenteils, dass er wirklich das Mittelfeld ausgeschaltet. Nach der 70. Minute, nervenblank, Servet macht den Ausgleich und dann funktionieren die Deckungen nicht mehr so gut in der Mitte. Servet hat mehr Platz zum Spielen und viele Chancen, auch in der Verlängerung. Hat dir das Herz ein bisschen lauter angeschlagen? Definitiv. Also ich habe probiert, das Team hat sicher probiert, cool zu bleiben. Ist es sicher nicht immer gelungen. Wir haben unbedingt in der Finale wählen, wir haben gewusst, dass es auf dem Spiel steht. Und ja, beide sind auch müder geworden, was auch noch dazu beigetragen hat. Und dann kommen wir in das Penalty-Schießen. Schwer zum rausstreichen, was der Schlüssel ist, aber Nicole mit 3 Saves, sie mit einem von den entscheidenden Schuss oder mit dem entscheidenden Schuss. Sie hat einfach alles für euch mitspielen, oder? Ja, Niki, Hut ab an sie. Ich würde sagen, sie ist auch ein bisschen der Held dieses Spiels. 3 Big Saves, was uns mega geholfen hat. Und schlussendlich, Penalty ist es immer eine Lotterie. Ist eigentlich 50-50. Und ja, heute haben wir das Glück auf unserer Seite gehabt. Torelli hat es vorhin gesagt, ihrem Gastauftritt. Ihr geht ins letzte Grund. Heimfinal, Fragezeichen, gerade wenn Zürich auch ins Finale kommen sollte oder Iverdon. Wie schaut ihr das als grosses Heimspiel oder einfach als riesige Chance, um einen Pokal zu gewinnen? Ja, also, dass man es überhaupt dort drin geschafft hat, ist top für das Team. Und wenn man mal dort drin steht, dann sieht man glaub, nur noch den Kübel. Wir werden sicher alles geben. Letztes ist nicht einfach zum Spielen, es ist ein grosser Platzrasen. Aber mal schauen, wer morgen, wenn man gewinnt. Und dann steht sicher eine Meisterschaft im Vordergrund. Also jetzt die nächsten paar Spiele und dann wieder Fokus auf den Cup. Und das Double gibt es auch noch. Ist das das Ziel? Ich sage, nichts ist unmöglich. Einfach ist es nicht. Das Ziel ist sicher Top 3. Wäre bombastisch für das, wenn man sieht, wo GC letztes Jahr gestanden ist. Wenn man es dann auch ins Playoffs-Finale würde schaffen, dann würden wir schlussendlich auch den Titel holen. Sie haben ja eh schon ein Double geholt, also das Zweite wäre ja nicht mehr schwierig, oder? Ja, einmal durfte ich dabei sein, dort habe ich aber nicht so viel mit beigetragen, wenn wir ehrlich sind. Darum wäre es cool, mal eins zu holen, wo man ein bisschen mehr investiert hat. Monika Mendes, un geste muito bonito. Sprouke, a equipa que ganhou. Acabasse os festejos e foi dar parabéns a cada uma delas. Mostra que é uma grande jogadora, a Mónica, mesmo no momento destes. Porquê que foi fazer isso?
Eu acho que acima de tudo no desporto temos que saber perder e ganhar, faz parte do nosso crescimento enquanto jogadoras e também como pessoas, temos que saber perder para depois saber ganhar e hoje nós merecemos ter ganho. Nos penaltis tivemos infelicidade, não ganhámos, ganhou outra equipa, mas no fim tem que haver fair play, obviamente, e o futebol é mesmo isto. Leve-nos de volta para a partida, porque diz que mereciam ganhar. Eu acho que não tenho nada para contestar isso, acho que quem viu o jogo, principalmente segunda parte e prolongamento, sabe que a senhora tem razão. O que é que aconteceu nestes 120 minutos para não terem ganho dentro do campo? Nós tivemos diversas oportunidades, não conseguimos meter a bola lá dentro, elas tiveram uma oportunidade clara, marcaram um gol, depois nós fomos atrás do resultado, mostramos uma grande atitude, conseguimos marcar com um grande gol. Depois continuámos a tentar, mesmo no prolongamento tivemos imensas possibilidades, mesmo a terminar o jogo tivemos uma situação que a jogadora adversária tirou a bola em cima da linha, enfim, tivemos imensas situações, a bola não entrou, fomos a penaltis e perdemos, infelizmente. Depois aquelas grandes penalidades, a sua grande penalidade bem, muito bem convertida, mas algum fracasso também das jogadoras dos dois lados, como é que viu estes penaltis assim? Já sabe que nos penaltis é um bocado uma lotaria, não é? São coisas do momento, se calhar há jogadoras que nos treinos marcam sempre e depois chegam aqui e se calhar não conseguiram marcar e vice-versa. O futebol é mesmo assim, faz parte do crescimento, infelizmente tocou hoje a nós, já houve outros momentos que tocou a equipa adversária, já sabe que nos penaltis é a lotaria e por vezes nem ganha sempre aquela que foi a melhor equipa em campo e hoje acabou por acontecer isso. A Mónica já teve uma vez numa final da Taça da Suíça, ganhou naquele tempo duplo. Vê diferenças para estes jogos agora, desta vez que está aqui na Suíça? Na verdade, tive duas vezes seguidas. Ah, sim? Acredito que o campeonato suíço tem vindo a crescer, as equipas estão cada vez mais competitivas, as jogadoras também estão cada vez mais competitivas, prova disso é que nós conseguimos ir tão longe na Liga dos Campeões e hoje acabámos por ficar no caminho, portanto nada é dado como garantido, nós temos os pés bem assentes na terra, sabemos quando as equipas jogam contra nós também vêm com tudo e nós temos que ir cada vez mais forte e temos que continuar a crescer, não podemos ficar no passado, temos que continuar a crescer, isto faz parte do processo, infelizmente hoje perdemos, espero que no futuro isto sirva de lições e de aprendizagens para que o nosso caminho seja sempre em crescendo. A dobradinha agora foi, mas isso só significa mais foco para ganhar a Liga e os playoffs, não é? Claro, sem dúvida. A nossa mentalidade é sempre discutir todos os troféus e mais alguns que estamos inseridos. Hoje não foi possível, infelizmente ficámos pelas meias finais. Agora temos que focar no campeonato, focar no nosso grande objetivo para chegar aos playoffs e terminar a temporada da melhor maneira possível. Nós somos a Servette, temos uma responsabilidade muito acrescida depois daquilo que conseguimos no início da temporada e obviamente queremos repetir, portanto não vai ser isto que nos vai desanimar. Obviamente hoje estamos tristes, mas amanhã vamos levantar e erguer de novo e seguir o nosso caminho. Frau Merck, wenn man den Abschied bekannt gegeben hat, dann will man jede mögliche Sekunde hier im Niederhasel noch rauspressen, oder wie kann ich das verstehen, dass Sie ins Elfmeterschießen gehen? Ja, klar. Nein, es ist natürlich ein Riesenspiel gewesen, super viele Emotionen und Elfmeterschießen, ja, ist im ersten Moment nie toll. Wenn man es dann gewinnt, sind es die geilsten Spiele hinterher. Hatten Sie Bedenken, als Sie ein bisschen Ihre normale Taktik geopfert haben, um Servette zu neutralisieren, was sehr gut geklappt hat, 70 Minuten lang? Nö, eigentlich nicht. Also wir haben uns schon von der ersten Minute an vorgenommen, in den Duellen maximal aggressiv zu sein, präsent zu sein, weil Servette eine Mannschaft ist, die viel spielen will, viel den Ball am Fuß hat, viele kleine Pässe auf engem Raum und das wollten wir unbedingt unterbinden und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Zudem haben sie immer wieder gezeigt, dass sie Schwächen in den Umschaltmomenten haben und ja, deshalb, klar, jetzt wo man gewonnen hat, kann man sagen, alles ging auf, aber also ich finde tatsächlich, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Sicherlich, ich meine, Sie sagen Schwächen im Umschaltmoment, ich sage auch viel, viel Lob an Ihre Mittelfeldspielerinnen, die da wirklich gut in Duellen waren. Nach 60 Minuten war wirklich alles aufgegangen. Sie gingen in Führung und Servette war ein bisschen von der Socke. Warum können Sie da nicht nachdoppeln und das Spiel in die Hand nehmen?
Ja, das ist eine gute Frage. Aber es ist natürlich schon ein extrem kräfteraubendes Spiel auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, Servette hat natürlich auch extreme individuelle Qualität, auch wenn man die Abschlüsse aus den zweiten Reihen betrachtet, da haben sie viele Schützinnen, die das wirklich gut machen können und so Momente entstehen einfach immer wieder und dann macht sie den natürlich auch gut rein. Dann kommt so ein bisschen das Bangen, habe ich das Gefühl, gegen Ende des Spiels und dann in der zweiten Hälfte der Verlängerung viel Servette. Ihr Team kann es dennoch bis ins Elfmeter schießen. Schaffen, sich da reinretten. Was haben Sie dann zu den Spielerinnen gesagt, als Sie sich da versammelt haben? Vorm Elfmeterschießen? Genau. Ja, dass es einfach unser Abend ist, dass wir hier zu Hause spielen, dass wir die Riesenchance haben, jetzt ins Finale einzuziehen und dass vollkommen egal, was jetzt passiert, dass sie einfach mit viel Selbstvertrauen in ihren Schuss gehen sollen, weil wir alle an sie glauben. Und Sie haben das Torhüterinnen-Karussell mehrfach drehen lassen diese Saison. Sind Sie froh, haben Sie sich heute für Studer entschieden? Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Auf der anderen Seite haben wir es nicht immer freiwillig drehen lassen. Aber klar, sie macht natürlich ein tolles Spiel und im Elfmeterschießen ist sie auch eine Wucht. Glenn Meyer hat sich aus der Schweiz verabschiedet mit einem Cupsieg. Sie könnten sogar noch ein Double ranhängen. Wie realistisch wird das jetzt aus Sicht von Theresa Merck? Ja, wir haben jetzt extrem harte Spiele vor uns. Also alle, die jetzt kommen in den nächsten 3-4 Wochen, dann noch die englische Woche mit dem Servette-Spiel am Mittwoch. Ja, wir werden natürlich alles geben dafür, alles reinhauen, aber müssen natürlich auch dann von Spiel zu Spiel schauen. Und im letzten Grund, was ist da der Plan, egal ob es Zürich oder Yverdon wird, einfach typisches GC-Spiel spielen und versuchen viele Tore zu schießen? Das wäre schön. Nachdem wir keine guten Erinnerungen an letztes Jahr haben aus dem letzten Basel-Spiel, wollen wir da natürlich unbedingt besser performen. Eric, presque deux heures et demie que tu as passé ici à Nidrasli. Et il fallait seulement une petite touche de Inès et puis tu peux regarder à ton double que tu veux. Comment est-ce que tu te sens maintenant après ces pénalties? Bah, on est forcément déçu parce que se faire éliminer comme ça, alors que, à part la première demi-heure du match, le reste était vraiment à notre avantage. On a eu plusieurs occasions de marquer. Voilà, après, c'est la loterie des pénaltys, c'est le foot. Mais ouais, on est déçu d'être éliminé et de ne pas pouvoir gagner cette coupe cette année. Tu dis bien, je pense que la première demi-heure, leur woman on woman, le coverage, il était un problème pour vous. Et je pense que plusieurs dans la deuxième mi-temps, vous avez trouvé un chemin dehors de ça. Mais quand même, ils sont allés en avantage. Comment est-ce que tu t'expliques ça? Bah, c'est toujours plus facile de défendre et de gagner ces duels quand on n'a pas le ballon. C'est toujours plus compliqué de mener le jeu et de jouer. Par contre, moi je veux tout le temps que mon équipe joue, continue à jouer parce que c'est comme ça qu'on gagne des championnats. C'est clair qu'aujourd'hui, la différence s'est faite surtout dans ces duels. Là, je regrette particulièrement par contre l'arbitrage qui est lamentable parce qu'à un moment donné, voilà, il faut sortir les cartons quand les duels ne sont pas équitables et ça, c'est pas normal. Oui, l'arbitrage, c'est ce qu'on a, mais ton équipe a dominé. Je pense que de la 60e minute jusqu'au fin du jeu, beaucoup d'opportunités. Comment est-ce qu'il n'est pas tombé là-dedans? Voilà, c'est notre problème un petit peu cette année. On domine pas mal les matchs, mais on a un manque d'efficacité. Il faut qu'on sait qu'on doit travailler sur cet aspect. C'est comme ça, mais comme j'ai dit, je préfère qu'on joue et qu'on perde comme aujourd'hui ou qu'on se fasse éliminer parce qu'on n'a pas perdu. Il y a eu 1-1 à la fin du match. Donc le jour où on marquera toutes ces occasions, et j'espère que ce sera bientôt, j'espère que ce sera pour les playoffs, je pense qu'on gagnera quelque chose. Et ce penalty de Inès, il était plané ou elle a seulement décidé qu'elle veut le faire? Non. Toutes les tireuses étaient planifiées. Inès Pereira est une tireuse de penalty, donc c'était prévu, c'est pas du tout le hasard. Ou bien essayer quelque chose à ce moment-là du match, c'est vraiment planifié. Mais il avait un petit peu d'hasard et pour ça, tu es out du coupe. Maintenant, tous les yeux sous le championnat. Tu as un point moins que Zurich, mais
Je sais que tu crois encore d'être premier puis de gagner les playoffs, c'est juste. Oui, on va tout faire pour gagner les 4 prochains matchs de championnat et puis espérer peut-être sur un faux pas de Zurich, mais il faut qu'on se qualifie pour les playoffs et puis on ira jusqu'au bout aux playoffs pour essayer de gagner ce titre, parce que je pense qu'on a l'équipe pour le faire. Maintenant, voilà, c'est comme aujourd'hui, c'est le foot. Les playoffs seront un petit peu sur le même modèle avec des allers-retours. C'est un petit peu la fantaisie de ce championnat de nos dirigeants de vouloir faire quelque chose comme ça. Donc voilà, ben, il faudra s'y plier puis on tâchera de gagner la prochaine séance de penalty s'il y a. Et maintenant, on t'a retiré pour la 3e fois ton double que tu recherches. L'année prochaine, tu es là pour le chercher encore ? Je serai là l'année prochaine pour continuer et rechercher ce doublé que l'équipe mérite et que le club mérite. Mais voilà, après c'est le foot et puis peut-être que ce sera l'année prochaine ou dans 2 ans, dans 3 ans. Mais en tout cas, Servette gagnera la Coupe un jour. Peut-être aussi le triple avec la Ligue des Champions. Hein. On va pas rêver trop, mais ouais, on essaiera en tout cas de retourner en Ligue des Champions parce que c'est magnifique.